Aber nochmal, was ist eine Naturtrompete? Wenn ich keine Lücke aufmache, dieser Ton, was war das für ein Ton? Das ist die 10. Oberton. Ist es zu tief? Eine Welle, die Hälfte, 3 Wellen, 4 Wellen, 5 Wellen, 6 Wellen. Also sind Teiltöne, sogenannte Diadromi. Umso höher, dass ich gehe, umso mehr Obertöne erzeuge ich, wie man einen Stein wirft ins Wasser. So, man muss ein bisschen intonieren, wenn man das reinpassen will, in was wir für verwöhnte, temperierte Ohren bekommen haben. Wissen Sie noch, es gab das wohltemperierte Klavier? Von wem war das? Johann Sebastian Bach. Interessant. Und jetzt wollen wir ein bisschen Johann Sebastian Bach spielen. Und was für Johann Sebastian Bach? Seine S-Dur-Flötensonate. Und worauf? Die Trompete. Ich erzähle ein bisschen von dieser Trompete nachher, aber Sie würden schon merken, dass es sieht ganz besonders aus. Warum? Weil der Schallbecher ist aus Holz. Genug gesagt, Musik. Das ist ein Naturtrompeter. Es ist ein Viertel so lang wie eine solche Trompete, die in Bay Länge wäre, 8 Fuß. Das ist 2 Fuß. Aber dann hat es dann Ventile, um durch jedes Ventil eine andere Obertonreihe, beziehungsweise eine Verlängerung von das Instrument. Und das klingt so. Und da sind nur die ersten 3 Obertöne. Es kommt darauf an, wie viel Kraft man hat und wo man anfängt, in welcher Höhe, wie hoch man spielen kann. Jeder, oder? Nur weil man ein Piccolo-Trompete kaufen kann, heißt man nicht, dass man das Brandenburgische Konzert spielen kann. Und ehrlich gesagt, nur zwischen uns, ich glaube nicht, dass es für die Trompete geschrieben worden ist, sondern für das Horn, eine Oktave tiefer. Aber
Das heißt nicht, dass wenn jemand mir genug Geld zahlt, dass ich das nicht auf der Piccolo-Trompete spielen für den. Das habe ich schon einmal gemacht. In Karlsburg, ich habe dir die Geschichte erzählt, ja? Also ich musste die Naturtrompete spielen, mit Streicher, aber nicht in alte Stimmung, ein halber Ton tiefer, weil damals die A415 war und nicht jetzt wie 442. Ist das zu kompliziert für Sie? Ja. Es ist zu kompliziert für mich, aber an den Tagen musste ich dann das Naturtrompete auch in moderne Stimme spielen, weil ich streiche. Auch, und das war auch Torelli, italienischer Barock. Also langsam mag ich das Instrument weniger. Ich mag es immer noch, aber ich mag es weniger. Und zwar, weil wenn man anfängt, ein Instrument zu spielen ohne Löcher und weiß, dass Johann Sebastian Bach sein Solo-Trompeter gelernt hat von Leuten wie Paul Wewanowski und noch früher Cesare Bendonelli und Girolamo Fantini, vom Anfang 1600. Sogar, wo ist das, die Methode von Fantini, haben wir das da? Ich habe ein Faksimile von das, genau, das ist da von Girolamo Fantini, ein Faksimile, ein Nachdruck, 1638 geschrieben, wo er redet von Stoßtechnik, digi, 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 und vom Intonationstechnik, tiri, ri, ri, ra. Tiri, ri, ri, ra sind Silben, das man braucht, um die Zungenposition in dem Mund kleiner und größer zu machen, sodass man mehr und weniger Kompression im Mund erzeugt, sodass die Obertöne gedrückt werden in eins in die andere Richtung. Aber gleichzeitig, als ich das Bild von Gottfried Reich angeschaut habe und gesehen habe, wie seine Hand durch dieses Rohr geht, dann habe ich gedacht, der Schlawino hat niemals mit der rechten Hand das gespielt. Kein Schwein spielt der Trompete oder Horn mit der rechten Hand. Das war nur für das Gemälde, sodass er seine Visitenkarte, hey, ich bin auch Komponist. Ja, ich bin Oberst, Rats und Staatsmusikus, Senior sogar. Und zwar von 1719 bis 34. Und diesen Stellen, das man nur bekommen hat, wenn die anderen Menschen gestorben sind meistens oder in Rente gegangen sind. Und die Renten war damals auch ziemlich niedrig. Es sei denn, man gut befreundet war mit der August der Stärke. Ja? August der Starke. Starke, so heißt das. So, ich habe gedacht, wie hat er das Instrument gespielt? Keiner könnte mir sagen. Dann habe ich gedacht, ich weiß noch, als ich noch bei der Bamberger Symphoniker Solo-Trompete war, mein letzter Dienst, nicht der Bayerische Rundfunk, obwohl ich mit denen schon gespielt habe, nette Leute, Bamberger Symphoniker unter Eugen Jochen. Uff, wir haben Bruckner gespielt. Uah. Aber das, er war nicht dabei, es war mein letzter Dienst, es war der Mozart Posthorn-Serenade. Und die hatten keine Posthorn. Und mein Kollege, sein Sohn, hat ein ganz kleines Jagdhorn, ein Babyjagdhorn mit grüner Käseband und so weiter. Und das Ding war in B und es sollte in A. Und das Problem war, dass es einfach ein halber Ton zu hoch war. So, ich habe meinen Finger, es war ein ganz kleiner Schallbecker, und ich habe meinen Finger in der Schallbecker gesteckt und es ist ein A runtergekippt. Habe ich dann darüber nachgedacht. Das war 1980. Wann habe ich das Gemälde angeschaut mit dir? Ja, hier. Das Gemälde war nicht hier. Es ist erstmals wieder hier. Frau Dora, vielen Dank. Vorher war es gar nicht hier. Ich bin dreimal hier gekommen, um das nicht sehen zu dürfen. Es ist so, dass viele Leute wissen nicht, dass die Technik des Instruments zu spielen schon nicht von Gottfried Reicher erfunden worden ist, sondern musste viel früher sein.